sind nicht zu stoppen, das Warten ist vorbei. Mit voller Kraft voraus prallen wir in euch rein. Denn niemand hat's erwartet und niemand gedacht, dass alles mit Stil mal von den Toten erwacht. Also, hallo liebe Dolomitenstadt Gemeinde, ich bin der Markus Oberbichler als Rapper Opsi. Ich bin der Marius Fietz und man kennt mich besser als Fitzi. Und zusammen bilden wir zwar das Rap-Duo K&K. Den Namen haben wir uns vor 5 Jahren gegeben, also 2008. Da haben wir zu zweit ein Lied aufgenommen. Das hat eben K&K geheißen. Und wir haben uns gedacht, als Duo klingt doof, nehmen wir Doppelmonarchie. Hat außerdem einen österreichischen Background, der was recht cool ist für uns. Ihr könnt gern reden, doch wir liefern Fakten, die wir mit 20.12. entpacken. Und wenn's euch nicht gerade zeitnah zersprengt, habt ihr das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wir sind nicht zu stoppen, das Warten ist vorbei. Mit voller Kraft voraus prallen wir in euch rein. Wenn man Rap in Osttirol macht, sicher gibt's da vielleicht ein paar Themen, die was man nicht aufgreifen sollte. Also ich glaube, das würde uns keiner abkaufen, wenn wir jetzt auf überkrassen Gangster machen. Ist aber auch nicht unser Ziel, dass wir so Musik machen. Wir versuchen eher das zu machen, was uns selber auch berührt. Oder beziehungsweise was uns auf der Seele liegt. Weil für mich einfach das Rappen generell, alles was mit Texten zu tun hat, ist ein riesiges Ventil, wo man Druck ablassen kann, wo man Gedanken zu Ende bringen kann, die was wahrscheinlich, wenn wir es ja ausleben, dort strafrechtlich verfolgbar werden. Ich gehe nicht über los, sondern verrecke am Start. Die Welt bewegt sich, dennoch steht sie still. Stein um Stein erbaut, Salz auf meiner Haut. Also ich habe gestartet, meine ersten Lieder aufzunehmen mit vor 5 Jahren. Und dann hat das alles als Hobby gestartet. Und jetzt mittlerweile ist dann die Qualität von unseren Texten doch besser geworden und dann versucht man halt auch sein Möglichstes, um doch Geld zu verdienen mit der ganzen Rap-Geschichte. Beine hoch, Mucke an, heute heiß genießen. Denk nur noch an jetzt und lass morgen morgen sein. Mach den Kopf frei und chill, heute bin ich sorgenfrei. Tage wie diese sind mein Elixier. Ohne sie wäre ich schon länger nicht mehr hier. Ich brauch sie zum Glück. Also am 20.12.2013 kommt unser Debütalbum K.O.K. Die 1. Außer wir stellen es auf Spotify, Amazon, iTunes, also die gängigen digitalen Distributor. Und zusätzlich kann man es noch vor Ort kaufen. Da machen wir auch am 20.12. im Stöckl eine Release-Party. Also wenn es einer gleich bei uns abholen will, kann er gern kommen. Trinken wir ein Bier zusammen, hauchen ein bisschen Leine, vielleicht Vollzenk. War super.